Marianne und ich sind unterwegs zur Challenge Abschlagen. Begleitet uns. Zu einem neuen Hubi-Vlog. Um es vorwegzunehmen, an diesen beiden Tagen hatte ich mal wieder Probleme mit der Technik. Zu Hause angekommen, musste ich feststellen, meine Hauptkamera hatte keinen Ton aufgenommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie man sich in diesem Moment fühlt. So ein Mist. Da sind wir beide ganze 350 Kilometer zum Abschlagen und wieder heimgefahren. Und nix ist drauf. Tja, das Ganze einfach nochmal neu fahren kam für uns nicht in Frage. Also werde ich euch alles zum Abschlagen von zu Hause am Schreibtisch erzählen. Am zweiten Tag zum Anschlagen das gleiche Dilemma. Ich dachte, ich habe das Problem gelöst. Pustekuchen, auch wieder nix. Ich hatte eigentlich erst den Helm im Verdacht. Den hatte ich gerade erst umgerüstet, für die Möglichkeit des Dual-Vloggens. Das hat sich dann aber nicht bestätigt. Nein, eine gerade mal ein Jahr alte Kamera war das Problem. Sie hat einfach keinen Mikrofonadapter mehr erkannt. Bin ich vielleicht doch mal zu lange im Regen gefahren? Also, ein Teil ist mit Ton, da eine andere Kamera verwendet worden ist und einiges dann auch über das interne Mikrofon trotzdem gut zu verstehen ist. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Die Challenge Abschlagen ist ein Spiel für Motovlogger, eine Art Staffellauf. Dabei geht es darum, dass ein Motovlogger an einem bestimmten von ihm gewählten Punkt anschlägt und einen Motovlogger benennt, der jetzt dorthin fahren muss, um zur Challenge abzuschlagen. Jetzt fährt dieser zu einem von ihm gewählten Punkt und benennt durch Anschlagen den nächsten. So geht das Spiel immer weiter und hat mittlerweile den Süden Deutschlands erreicht. Ins Leben gerufen hat diese Challenge der Makomak. Er benannte Ride Alone, dieser NRW MT10 und so ging es vom Westen Deutschland wieder zu Duckstyle. In die Rhön zum Ruhenschrat, nach Hessen zum Ausreiter, nach Franken zum Dotzer, wieder nach Hessen in den Odenwald beim Mr. B, von dort zum Hoshi MB in die Pfalz und weiter zum Motorholi. Dieser hat mich jetzt nominiert. Dazu sind wir jetzt unterwegs vom Westen Münchens in westlicher Richtung hinter Ulm. Unser Ziel liegt in Blaubeuren, das schon wieder auf baden-württembergischer Seite liegt. So, nachdem wir uns noch ein bisschen verfahren haben, haben wir es jetzt endlich geschafft und sind abgesessen, haben das Moped geparkt. Und gehen jetzt eigentlich zum Abklatsch. Punkt. Abschlagen, abschlagen. So, ich bin jetzt an meinem Abschlagpunkt angekommen.
Das ist dieser nette Kerl da. So, lieber Mutter Holly, in dem Moment schlage ich jetzt ab von deinem Anschlagen. Nach dem Abschlagen in Blaubeuren am Blautopf sind wir wieder auf dem Heimweg und wer uns kennt, da müssen doch noch ein paar Passknackerpunkte sein. Alles in allem sind wir dann 350 Kilometer bei teilweise gutem und schlechtem Wetter unterwegs gewesen. Unsere Rücktour führte uns dann südlich von Ulm über Memmingen zurück nach Emmering. Der zweite Tag führte mich dann alleine zu einem von mir gewählten Punkt zum Anschlagen. Ich hatte lange überlegt, was nehme ich denn da mal? Meine Entscheidung fiel auf einen Punkt hoch hinaus in den Bergen. Und dazu nehme ich euch jetzt mal mit, in etwas schnellerer Geschwindigkeit.
Ja, gut, dass wir nochmal alles gecheckt haben eben, nachdem ich euch im Zeitraffer mit Jo genommen habe und auch den Hannes, werde ich jetzt mal für den Hannes anschlagen gehen. Dazu habe ich mir hier diese, ja, Skischanze ausgesucht. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wir können ja nochmal vorher hier so runter gucken. Das ist eine, Skipiste hier, die wohl angeblich der schwarzen Kategorie zuzuordnen ist. Schwarze Kategorie heißt, puh, das geht hier ganz schön runter. Und ganz ehrlich, hier möchte ich nicht auf irgendwelchen Brettern runterballern. Nö, nö, das muss ich nicht haben. Also, anschlagen. So, also, lieber Hannes, hier darfst du loslegen. Viel Spaß dabei. Herunter von diesem oberen Punkt, einer bekannten Strecke unweit von Bayrischzell, nehme ich euch noch ein kleines Stück mit. Na klar. In der Umgebung liegen noch ein paar Passknacker, und so kamen auch an diesem teilweise nicht gerade perfekten Wetterfahrtag wieder 300 Kilometer zusammen. Eine Sache noch an alle, denen im Moment das Spiel ein bisschen zu langsam geht. Bedenkt die aktuelle Situation. Im Winter mag keiner gerne fahren. Das Wetter war dieses Jahr im Frühling nicht immer perfekt. Wir hatten übrigens den kältesten Frühling seit 10 Jahren. Dazu haben wir im Moment die Situation, dass die Entfernung zwischen den potenziellen Teilnehmern auch mal größer werden können. Und die meisten müssen wohl auch für unser Hobby arbeiten gehen. Also, habt ein bisschen Geduld, es geht schon weiter. Wünsche ich allen, die in Zukunft Teilnehmer sind, viel Spaß und tolle Filme. Den Zusehern, lehnt euch zurück und genießt die Bilder und Filme. Euer Hubiwan.